Moin! Heute sollen wir den 926 raushaben. Wir hoffen, dass gleich ein bisschen gutes Wetter ist. Und dann geht es auch gleich schnell mal ans Abladen. Ich hoffe, dass ich da gefilmt bekomme, das weiß ich noch nicht. Aber sonst seht ihr danach weiter. Ja Leute, als kleine Info an euch, ab sofort ist wieder Rinder- und Schweinefleisch im Onlineshop bei uns auf www.sippershusen.de verfügbar. Richtig gute Qualität, also wirklich, das ist 1A Sahne, da gibt es nicht zu meckern, ne? Volle Programm. Ja, heute Morgen wurde ein schönes Maschinchen geliefert und zwar, kennt ihr diese Maschine tatsächlich sogar schon, die haben wir auf der Agritechnik ja schon mal sehen können und dadurch ist es halt gekommen, dass diese Maschine jetzt heute hier bei uns steht. Und es handelt sich um die Maschine von Vordisk. Der Acticut 300 ist das hier in diesem Fall. Also eine 3 Meter Maschine. Ne? Wir hätten eigentlich eine, ich meine, das war eine 6,20 Meter Maschine bekommen sollen. Aber das wäre am 1. April gewesen. Ich sagte jetzt den. Ja, könnt ihr schon liefern, aber das wird bei uns noch wirklich lange dauern aufgrund der Nässe. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir da eine andere Maschine bekommen, weil die steht bei mir jetzt sowieso erstmal nur rum. So, und ja, nun haben sie geschrieben, die haben jetzt eine 3 Meter Maschine. Ich sage, das könnte eigentlich, hoffe ich, in den nächsten Tagen losgehen. Jetzt hat es natürlich wieder geregnet. Ich sage, bring mal die 3 Meter Maschine, das ist doch super. Gar kein Problem. Dafür habe ich auch 2 Schlepper. Und hier, ja, macht ja genau seinen Dienst genauso, ne? Und hier ist die kleine 3 Meter Maschine, handlich, sehr schön, ne? Sieht ein bisschen komisch aus hinter den 260er Fan, ganz klar. Der soll natürlich auch nachher nicht davor laufen, den haben wir nur heute Morgen zum Abladen vom Tieflader gehabt, den hatte ich am schnellsten griffbereit da. Ja, nachher wird der 415 hier vorkommen. Man könnte auch den 300er vornehmen, den 311er, das müsste der nicht schnappen. Gibt es nur 2 Sachen, die dagegen sprechen, dass der 300er das macht. Und zwar Punkt 1, wir haben momentan am 300er einen drucklosen Rücklauf, nee, also dass wir den anschließen können hier. Das müsste ich nochmal gucken, dass wir hier einen Rücklauf kriegen im 300er. Das hat er nicht. Das ist auch nicht so das große Problem. Und das andere ist halt die Federung. Ne? Wenn du mit der Maschine nachher, weiß ich nicht, irgendwie 12, 13 km/h fährst, 14 km/h, ist es einfach natürlich so, dass der Vario da ein bisschen schöner ist. Ne? Sprich, du kannst beim Vario auch noch die Hydraulik ändern, weil wir hier natürlich drehende Elemente haben, werden wir gleich nochmal alles angucken. Wichtig vorweg für euch, wenn ihr irgendwie Fragen über die Maschine habt, fragt sie in die Kommentare rein, weil irgendwie nächste Woche, wenn alles klappt, kommen die Jungs von Vordisk hier zu mir hin und dann kann ich diese Fragen speziell nochmal fragen. Ne? Ja, ich werde das schon mal im Groben und Ganzen hier erklären. Ich habe hier den Lieferschein und Annika kommt auch noch, dann kann sie nämlich auch noch Fragen stellen, wenn sie dazu Fragen hat. Das fand mir eigentlich noch eine coole Idee, weil ja, da kommen immer noch ganz andere Fragen auf und vielleicht kann ich die schon im Vorwege erläutern, denn hier soll ich Annika nur noch verkabeln. Moin. Hier ist dein Mikrofon. I'm the microphone man. Genau. Warte mal. Ja, dann kann ich nämlich gleich schon mal die Details davon. Ich habe ja hier den Lieferschein, da steht alles drauf. Dann darfst du die Kamera übernehmen. Ja. Aber es macht auch nichts, wenn du dich inzwischen filmst. So, also wir haben hier einen Flachgrupper. Das ist ja ein Schneidgrupper, weil die Scheiben sich drehen nachher. Das werden wir, wie gesagt, gleich nochmal zeigen. 3 Meter kompakter Aufbau, dreibalkig. 10 Schneidelemente hat er. 285 mm Strichabstand. So, strichstabile Welle aus hochfestem Stahl, 50 mm. Schneidscheiben, 380 mm Durchmesser und ca. 1/3 Überschnitt. Das ist ja auch mal wichtig. Ihr wisst ja, wir sind so Leute hier. Oh, jetzt wird es doch wieder warm. Wir arbeiten gerne mechanisch gegen Unkraut und wir haben es ja gerade in diesem Jahr, kann ich euch wirklich so erzählen, wie es ist. Oder wisst ihr ja auch, wir haben Glyphosat hier eingesetzt und Vollkatastrophe. Es ist einfach eine Vollkatastrophe. Da, wo wir es eingesetzt haben, kommt Unkraut hoch und die letzten Flächen, wo ich es eingesetzt habe, ist die Wirkung so schlecht. Das ist tatsächlich auch nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei anderen. Es ist wieder grün und keine Ahnung, was da dieses Jahr nicht klappt. Dieser Regen macht das so
katastrophal. Und ab ist ab, sage ich immer. Das hat Vater schon früher gesagt, wenn was ab ist, ist es ab. Ja, und da ist hier diese Variante eben ganz anders dabei, dass wir es hier abschneiden und auch mechanisch dabei gehen. Ich feiere das immer noch extrem doll und ja, deswegen sind so Maschinen einfach geil. So, jetzt wollen wir aber erstmal weitergehen. Serienmäßig Steinsicherung ist auch für viele Standorte wichtig. Auslösekraft liegt bei 270 Kilogramm. Hydraulische Tiefenführung über intelligente Tasträder mittels Master Slave Zylinder. Das wird ja für die Tiefenführung die hier sein. Einer. Ja, einer. Ja, ist ja nur aufgehangen, brauchst du nur einen. Clever. Ja, ein Zylinder. Was haben wir noch? Dreifach Exaktstriegel. Turnover mit 13 mm Striegelzinken. Das ist hier hinten dran. Durch die spezielle Bauform und den Turnover-Effekt erfolgt eine perfekte Ablage von Ungräsern und Unkräutern. Ja? Also kennen wir auch vom Güttler, also der hat ja zwei Striegel hintereinander. Hier haben wir sogar drei. Umso geiler wird das aufgekratzt. Wichtig ist, dass es nachher lose oben liegt. Wenn du immer mit einer Weize hinterher kommst, drückst du es wieder an und dann wächst es auch an. Also es muss lose liegen. Ja, das wird hier super so gemacht. Mit dem Nivelliersystem Level Check ist ein manuelles Nachjustieren der Nivellatoren und Striege bei Arbeitshiebe nicht mehr notwendig. Die Anpassung erfolgt automatisch. Durch die Drehbewegung der Schneidelemente erfolgt ein aktiver Schnitt. Die Unkräuter werden exakt am Wurzelholz durchschnitten, somit kein weiter wachsen aus Wurzelballen. Einsatzsicher auch bei viel Aufwuchs und hohen Strommengen. Sicherer Bodeneinzug auch auf harten Böden, sowie ein exaktes Schneiden auch auf humösen und sandigen Standorten. Ja, so viel dazu. War mir wichtig, ich sagte nämlich gleich im Vorrein, bei uns ist ein harter Boden. Das ist dieses Jahr leider nicht so der Fall, weil das hätte ich gern getestet mit so einem harten Boden. Das haben wir im Frühjahr eigentlich. Jetzt muss ich auch noch eine Jacke aushaben, wenn wir das doch so warm. Mann, dies Wetter. Ne? Ja, so sieht das aus. So, wir haben jetzt hier überall Ölmotoren. Ne? Die treiben das einfach an hier, dass das nachher dreht. Ich glaube, die drehen in unterschiedliche Richtungen immer. Hier ist die Steinsicherung, das sind diese Federn, dass sie dann, ich glaube, die wippen sogar zur Seite, können die wippen. Drehen die sich so ein bisschen, ja, dass die Steine ausweichen können. Ja, hier noch dieser Exaktstrich, den müssen wir nochmal ausfahren nachher. Oder ist ja auch nicht so wichtig. Ja, und so ist das grob und Ganze. Ich würde mal sagen, wir heben ihn mal an und fahren erstmal diese Schneidelemente ein. Eine Sache noch, hier kannst du nochmal hinführen, filmen. Wir haben diese Dinger, die fahre ich nachher hydraulisch an die Unterlenker ran. Müsste eigentlich hydraulisch mit funktionieren oder ist das manuell? Ne, genau, hier haben wir die. Und das ist so ein, wie nennt man das denn? Stand das hier schon drauf? Weiß ich gar nicht. So ein Zugdruckverstärker eigentlich, dass er sich hier gegen drückt. Also dadurch hast du mehr Kraft, dass er in den Boden geht auch. Ne? Das ist schon sehr durchdacht, das ganze System. Ich weiß nicht, was ich hier noch umstellen kann. Das ist ja nur ein Absperrhahn. Ja, stimmt. Ich würde sagen, wir heben mal an und dann schmeiße ich das Aggregat mal an. Wenn du Fragen hast, eigentlich ja, frag sie inzwischen. Ja, noch ist das alles Fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, alles unerklärlich, was Sebastian wieder sagt. Ne? Ja. Wie immer, man kennt ihn. Das Wichtigste ist ja, dass das mit dem Dreieber funktioniert. Alles andere ist egal. Da dreht schon der Erste. Ja, warte, ich muss noch mein professionelles Holz davor haben. Ja, sowas forscht schon wieder, du. Da kommt mit dem Holz. Und umso mehr Gas du hast, umso schneller drehen sie, oder was? Nee, du stellst ja jetzt, der hat eine gewisse Ölmenge, die er braucht. Ich weiß jetzt nicht. Können wir nachher im Vario-Terminal einstellen. Hier kann ich das ja auch noch so ein bisschen variieren. Aber nö, das ist eigentlich hier selbst erklärt. Der läuft nachher seine Umdrehung, die er braucht. Aber das am ist Vario-Display? Ja. Am Vario-Display? Ja. Nicht am 311er. Ja, wir fehlen nur noch, die eine Leitung fehlt mir noch. Der drucklose Rücklauf. Habe ich nicht. Nee,
Scheiße. Und ich weiß nicht, ob es so toll ist, so eine Federung, habe ich schon erklärt so. Aber wir werden bestimmt den 311er noch vorpacken. Ich muss nur, also wenn jemand beim 300er einen Drucklauf, einen Rücklauf hat. Könnt ihr uns den gerne zuschicken. Nee, das ist nicht so schlimm. Ich weiß beim Fendt jetzt gerade nicht, ich bin da noch nicht so drin. Beim Deutz wäre das gar kein Problem. Beim Fendt, wenn ich mir Zeit nehme und angucke, werde ich auch sofort wissen, wo der rankommt. Aber wenn jemand schon weiß, hier ganz einfach kommst du so hin, schick mir das, dann kann ich das. Weil wir haben gerade so viel zu tun. Ich habe gerade keine Zeit, mich damit zu befassen, weil ich gerade noch bei der Zapfwelle beim 311er bei bin. Dann könnten wir da vielleicht schnell noch einen drucklosen Rücklauf anbauen. Wir werden den ja auch noch ein bisschen hier behalten in Gruppe, dass Annika nämlich auch noch damit loslegen kann. Das wäre schon geil. So, sonst sehen wir, die Scheiben laufen den Weg und die wieder den Weg. Also die Hälfte läuft den Weg und die andere Hälfte den anderen Weg. Okay, ich hätte gedacht, jede Scheibe läuft andersrum. Das schätze ich, damit er mittig bleibt, denn. Würde ich mal so. Ja, glauben. Witzig. Also witziges Patent. Hier sind überall Schmiernippel dran. Das heißt, jeder wird oben einmal geschmiert. Haben wir hier ein Lager. Ja, wenn wir den jetzt zumachen. Ich verstehe den Sinn des Hahns nicht. Ich will ihn gerne wissen. Nochmal. Hier kann ich es irgendwie. Werden wir noch rausfinden. Gut, ja, dann haben wir hier natürlich noch eine Warntafel mit schöner LED-Beleuchtung. Sehr schick, gefällt mir immer sehr gut. Gleich zeitgemäß LED. Das Einzige, was wir jetzt hier mechanisch einstellen können, ob man es überhaupt inzwischen muss, ist hier den Striegel noch. Aber da stellst du nur den dritten ein, oder wie? Ja. Oh, muss ich noch mit der Mutter erst lösen, kriege ich jetzt nicht, haben sie festgezogen. Gut, ich würde sagen, ich fahre mal die Funktion durch und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was der alles so bietet. So, da können wir jetzt die Aggressivität des Striegels. Ah ne, das Fahrwerk wird da verstellt. Ja. Guck mal, da gehen die Räder hoch. Und der Striegel verstellt sich gleich parallel mit, dass der auf derselben Höhe immer bleibt. Und hier geht das Fahrwerk wieder runter. Und der Striegel passt sich dazu. Als Parallelogramm, dass das alles so passt. Und dann, hier können wir noch den Grip vom Striegel einstellen. Gott verdammt nochmal. Das ist aber ein ordentlicher Haken. Ja, da macht er aber Arbeit. Das ist natürlich, das ist echt geil, dass wir den so. Ey, das finde ich cool. Da muss er den 39 vorspannen nachher. Ja. Mensch, Wahnsinn. Da sind wir. Also, wenn er so läuft, dann grupperst du ja hinterher nochmal. Gott verdammt. Das ist cool gelöst. Und das war's schon eigentlich, ne? Wo geht denn, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Bewege ich mal gleich mal den Hahn hier. Ich glaube, damit fahren wir da unten gegen den Unterlenker. Was? Ja, ja. Hoch, runter. Ja, mach mal hoch. Warte mal, lass mal. Ich schätze, irgendwie dafür ist das. Der ist jetzt unten gegen den Unterlenker gegen, ne? Ja. Ja, ja. Soll ich wieder zurück? Ja, mach mal. Ja, so sieht das aus. Aber das gefällt mir richtig gut. Da brauche ich eigentlich nur absteigen einmal und gucken, ob es passt, aber du kannst das ja mühelos. Ich meine, das hätten wir beim Güttler auch kriegen können, dass er halt sich in der Höhenführung passt. Aber das ist ja hier echt einfach gelöst so, ne? Wahnsinn. Auch der Striegel, hast gesehen, was dir an Grip geht? Hotzverdammt.
Ist er jetzt schon wieder in normal? Oder ja, jetzt ist das weiteste, also das loseste, was er kann. Ne? Ja, der war ja fast hier. Ja, krass. Also bin ich sehr gespannt, wie das nachher funktioniert, wirklich. Ne? Also wenn, da brauchst du den 300er nicht mehr vorpacken, wenn der voll auf Grip ist. Rotzverdammig. Also das wissen wir von unserem Striege. So ein Striege, der hält ja bei. Wahnsinn. Ja, und dadurch soll eben der Effekt kommen, dass wir eben alles abschneiden. Und nachher einen besseren Effekt fahren wie mit Glyphosat. Das ist so. Ne? Wir werden auch den laufen lassen und parallel den Güttler-Grupper. Ne, dass wir das sehen können. Deswegen passt das gut, dass das eine 3-Meter-Maschine ist. Dann kann Annika mit dem hier fahren und ich mit dem großen. Ne? Und dann können wir mal sehen, wie sich das auch über die Wochen hin entwickelt so ein bisschen. Und den Unterschied sehen. Ist hier ein Unterschied nachher zu sehen? Ist da keiner zu sehen? Ja, bin ich sehr gespannt. Ne? Ach guck mal, da unten ist auch noch ein Schmiernippel, sehe ich jetzt. Ja, also 2 Schmiernippel hier. Und dann nochmal hier, insgesamt 2. Kommst du überall gut hin, das ist ja das Schöne. Das ist nicht versteckt, ne? Hattest du den? Ja, die 2 meine ich. 2 pro Schar und hier fürs Fahrwerk insgesamt 2. Ja. Und ich glaube, das ist alles an Schmiernippeln. Also 20, 22 Schmiernippel. Da nochmal 2, da nochmal 2, was sagte ich vorhin? 22, 24, 26 Schmiernippel. Die Räder werden keinen haben, denke ich mal, oder? Sind die? Meistens sind das wartungsfreie, ganz normal. Ja, richtig cool. Also ich bin echt gespannt. Was sagt ihr dazu? Ich finde das System sehr interessant und freue mich auch, dass wir das hier testen dürfen. Freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Da geht auch nochmal ein ganz, ganz großer Dank raus. Ich bin ja immer, oder wir beide sind ja sehr interessiert an so neuen Maschinen, das testen zu können und auszuprobieren und so. Das schockt schon. Guck mal, hier können wir auch noch den Striegel hier im Loch verstellen. Gerade gesehen. Ja, ich bin ja auch gerade erst am Kunden. Wir haben ihn nur heute Morgen reingeholt und seitdem habe ich mich noch gar nicht damit befasst. Ja, deswegen hängt auch noch der große Trecker vor. Aber ich fand es jetzt auch Quatsch, den 415 jetzt nur für dieses Video hier vorzuspannen. Das ist ja nun mal, wie es ist. Und auf dem Feld wird diese Kombination einfach nicht zustande kommen. Ne? Wäre der 39 nun da, dann wäre was anderes. Aber ja. Mal schocken, ne? Ja. Ne, cool. Ach so, genau, das wollte ich noch sagen. Wir brauchen jetzt für den Grupper hier 2 doppelwirkende Steuergeräte. Plus ein einfaches wirkendes Steuergerät und einen Rücklauf halt. Ne? Das hat Annika alles gegeben an ihrem 311er, außer den Rücklauf. Und das ist auch nicht, also es ist kein Hexenwerk, einen drucklosen Rücklauf zu installieren. Definitiv nicht. Ich, wie gesagt, ich habe das nicht, ich mag das nicht, wenn ich es nicht vor Augen habe. Dann kann ich mir noch nicht sagen, so, das ist jetzt ratzfatz erledigt. Rein theoretisch ist ein druckloser Rücklauf schnell gemacht. Ja, aber da muss ich mich erstmal befassen. Ne? Das sollte kein Hexenwerk sein. So sieht das aus. Ja, ich finde, das macht echt einen krassen Eindruck, das Ding. Das, so von der Optik her ist es ja schon so wie der Dalbo, ne? So von der Größe, ne? Von der Arbeitsfläche. Ja genau, ist ja 3-Meter-Maschine. Ja. Ich wollte gerade nämlich hier gucken, ne? Deswegen bin ich am Handy. sprach genau das Thema an, was ich ansprechen wollte. Mhm. Es gibt die Maschine als 3-Meter-Maschine. Als 4,50 Meter Maschine hat er eine Transportbreite von 2,95 Meter und als 6,20 Meter Maschine hat er auch eine Transportbreite von 2,95 Meter. Diese Maschine PS-Leistungsbedarf ab. Ne? Ab heißt immer auf guten Böden. Wir haben hier natürlich immer speziellere Böden, die brauchen mehr PS, aber ab 90 PS dieser Gruppe. Ne? Also ist ja, der 311er, der hat dahinter zu knurren, das darf er auch mal. Ne? Er hat ja auch einen neuen Motor. Der 4,50 Meter Grupper wird ab 120 PS empfohlen und der 6,20 Meter ab 150 PS. Ne? So, und was ich nämlich noch ansprechen wollte, war das Gewicht. Hier haben wir ein Gewicht von 1210 Kilogramm. Das wird auch nochmal hier auf dem Schild stehen, denke ich mal, oder nicht? Weiß ich nicht. Baujahr? Nee. Ach, da haben sie einen QR-Code, da kommst du zu allen Daten. Clever, zeitgemäß. Der 4,50 Meter Grupper wiegt 2490, also 1210, 2490 und der 6,20 Meter 3130, wen es interessiert. Aber ich kann euch unten auch nochmal die Seite verlinken von 4Disc. Ja, so Annika, nun bist du dran.
Jetzt soll ich damit loslegen, oder was? Ja, schön wär's, ne? Wenn das mal ein bisschen trocken geblieben wäre, dann hätten wir... Aber zwischen den Regenschauern haben sie auch Regen angesagt, ne? Ja. Wir haben ja, was haben wir jetzt noch an Flächen Nacht, die wir bearbeiten sollen? Wir sollen jetzt noch 4 Hektar Weizen drillen. Das ist ja nicht so schlimm. Und der Rest sind ja noch, was da liegt. Puh, weiß ich gar nicht. 40 Hektar, 50 Hektar? Ja. Also wir hatten noch ein bisschen zu tun. Wie gesagt, da wird ein Teil der Güttlergruppe machen, das ist klar. Weil wir das ja parallel testen wollen. Finde ich aber cool. Ja. Also sieht alles durchdacht aus. Ne? Wie gesagt, wir haben ihn ja auch nur auf der Agritechnica gesehen. Ja, Annika kam, sah und siegte. Ne? Ja, Annika hat gleich hier zugeschlagen. Ja, sie sagte, den müssen wir haben. Ich sage, okay, ja, den müssen wir haben, sagt Stefan sie. Hat sich dann mit den Zuschauern versappelt und dann habe ich hier... Annika hat das alles klar gemacht, also könnt ihr euch bei ihr bedanken. Ja. Ne, mega. Was gibt es hier noch so zu entdecken? Eigentlich, da ist ja alles gesagt, ne? Das sieht schon mal sehr gut Wenn aus. Wenn jetzt alles gesagt ist, ist es so ein geiles Patent, weil jetzt ja einfach... Das ist eigentlich selbsterklärend. Also du stellst die Höhe nachher ein über die Reifen. Ne? Das ist Punkt 1. Du weißt ja, du fährst den Boden ab. Das kennt ihr, ihr habt den viele letztes Jahr auch verfolgt mit dem Küttler. Das ist ja praktisch auch ein selbes System. Nur das funktioniert halt mit drehenden Elementen. Aber da versuchen wir auch flach abzuschneiden, alles abzuschneiden. Da guckst du einmal nach dem Gruppergang, so habe ich alles getroffen oder muss ich noch minimal tiefer gehen. Machst du mit dem Fahrwerk, zack. So. Dann guckst du nachher, ist das Unkraut alles locker, da stellst du noch einmal mit dem Striegel ein und das war's. Und dann hier... Gib Kanone. Ja, gib Kanone. Ne? Ich meine, die sagten irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was sagten sie denn? Irgendwas zwischen 13 und 16 km/h. Ich glaube auch, das war irgendwie auf jeden Fall... So wie mit dem Güttler auch fahren, also das ist dasselbe. Gib viel Feuer, ne? Der 415 soll mal ordentlich schwarze Fahne hissen, ne? Sau mal ran. Und der 311er sowieso. Das müssen wir auch zurechtkriegen, den drucklosen Rücklauf. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Das kann nicht so schlimm sein. Zur Not fahre ich ja auch mit dem 415. Das ist ja nun auch nicht das große Problem. Nee, aber das ist kein Hexenwerk. Du weißt, wie es mit dem Grubber war letzte Saison. Das ist jetzt, ja, aber wir können ja umspannen. Ja. Nee. Eine Runde 3. Ah, der 311er muss davor. Schon nur fürs Kalenderbild. Ihr werdet dieses Jahr nur Kalenderbilder vom 311er sehen. 311er vom Güttler. Ja, stimmt, wir stellen ihn einfach überall mal vor. Einmal vom Güllewagen so, einmal vom Mähwerk. Nee, geil. Richtig cool. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch Fragen habt, aber ich, wie gesagt, es ist wirklich so selbsterklärend, dass ich da keine Fragen mehr habe. Außerdem kriege ich gleich ein nasses Fell. Nee, Spaß beiseite. Cool. Reifentechnisch kann ich euch auch noch mal sagen, wenn wir gerade am Kunden sind. 23 x 8,5, das ist eine Breite von bummelig 20 cm. Bummelig. Ich habe jetzt keine Lust, das auszurechnen. Da, ne, irgendwie 200er Reifen oder 195 oder irgend so ein Maß ist das ja. Ja, wir freuen uns, den bald in Einsatz zu nehmen. Ne? Drückt uns die Daumen, dass wir dann bald auf die Felder kommen und dann ist der jetzt ja punktuell da. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht noch so lange warten müssen. Das ist so die letzte Sache dabei. Aber habe ich Ihnen auch schon gesagt, wettermäßig wissen wir nicht. Nur das andere fanden wir Quatsch, wenn er vom 1. April ist. Das wäre jetzt ja schon hier, ja, da steht ja fast ein Monat rum, bis wir ihn nehmen können. Deswegen haben wir da gesagt, komm, wartet noch einen Moment. Weil die auch, die sind gerade so im Produzieren, das Ding ist gefragt, wie nur was, kann ich voll verstehen. Neue Innovation, sowas. Also ich feiere das, wie gesagt, extrem doll. Und ja, da werden wir bestimmt noch spaßige Momente mit haben. Ich weiß nicht, wie weit die runterschleißen können, das kann ich noch mal fragen. Was hatten wir im Überschnitt von 1/3, ne? Keine Ahnung. Ja. Und wie doll die schleißen, da bin ich auch gespannt, die Scheiben so. Ist schnell gewechselt, 4 Schrauben. Ne? Brauchst du sogar nur mit Schlagschraube, die halten hier, haben sie so eine Nut drin. Ist dieses Ding hier dafür da, um das Abgeschnittene so ein bisschen auszuheben, oder? Das verteilt das nochmal so ein bisschen. Also das haben wir auch im Rabe-Grupper dran. Ich meine, das nennt sich auch exakt Striege. So würde ich, glaube ich, steht das nicht hier dran. Ich meine, das
müsste exakt Striegel. Das ist ja witzig, dass die alle irgendwie ja, andere exakt Maße haben. Nee, ne? Das sind exakt Nachtstriegel. Ach, nee. Aber egal, ja. Das ist dazu da. Wenn du jetzt rein theoretisch nachher so ein paar Würste hast oder sowas, ne, dass das ein bisschen uneben ist, macht das hier nochmal ein bisschen schlicht, bevor der Striegel kommt. Dafür ist das eigentlich da. Ne? Verteilt die Erde nochmal so wie so ein kleines Planierschild, kannst du dir das vorstellen. Dass das ja noch einmal so ein bisschen schlicht gemacht werden. Den ziehst du nochmal raus auf die passende Arbeitsbreite nachher und dann ist das top. Ja. Und dann kommt der Striegel nachher und macht die restliche Arbeit. Ja. Wunderbar. Wenn wir den jetzt erstmal wegstellen und dann, ja. Schauen wir mal, was wir jetzt. Ja, ob wir mit dem 300er gleich loslegen können. Ja. Also wir sind da sehr bemüht, dass wir das noch schaffen, aber ich kann es euch nicht versprechen. Die Zapfwelle hat da jetzt erstmal höhere Priorität, weil wir die definitiv beim 300er dieses Jahr brauchen. Ne? Annika hat schon Bock. Ja, und dann sehen wir. Richtig cool. Ich freue mich wahnsinnig drüber, wirklich. Ja. Und das passt auch. Also ich finde 300er, ja, 3 Meter Maschine, geil. Dann können wir mit 2 Fahrzeugen fahren, weil wir ja nicht 2 900er dieses Jahr haben. Perfekt. Das wird richtig Spaß bringen. Das wird schocken. Ja, auch wenn er sich selber reinzieht. Er sagt ja, bei härterem Boden durch den Dreheffekt und sowas, zieht die Maschine sich nachher selber rein. Geil. Also faszinierend. Ja, da freut mich immer so den ersten Eindruck auch, wenn er jetzt nicht gleich den Vertreter mit ist, so kann ich den ersten Eindruck direkt mit euch teilen hier. Wie ich was entdecke, das finde ich ja immer schöner. Als wenn ich schon alles erklärt kriege, dann sind zu Fragen. Bleiben wir noch. Ne? Nee, genau. Ja. Ne? Also die Funktion des Hahnes haben wir nun auch rausgefunden. Den müssen wir nach oben stellen. Und dann kann ich jetzt diese Druckdinger da, wenn ich das in Schwimmstellung habe, runterfahren. Sonst kriege ich nämlich nicht abgespannt. Haben wir gerade festgestellt. Ja, und so kann ich sie dann auch nachher gegenfahren. Die sitzen an dem einfach wirkenden Steuergerät mit drucklosem Rücklauf. So, und jetzt haben wir die gleich so weit runter, dass es gehen muss. Ich muss hier den Taster drücken, weil ich leider hier einmal gehoben habe. Ich könnte jetzt auch hochgehen, dann würde er natürlich automatisch runterlassen. Ja, so sieht das aus. Super, dann kommen wir jetzt mit dem Trecker raus. Uns hier auch schön gemacht, nochmal zu zeigen. Ne? Hier können wir die Kuppler einhängen. Hier wären noch die 2, wenn er klappbar wäre, wenn er größer ist, ne? Kannst du hier einhängen. Schön gemacht. Auch für den Rücklauf hier kannst du einhängen. Super. Anleitung mit. Jo. Das ist das Ding. Mega. Ja, Leute, der 926 ist wieder drin. Tipptopp. Regen blieb aber verschont. Haben wir nochmal Glück gehabt. Das Zug an uns vorbei. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir den Grupparbeit im Ersteinsatz sehen. Ich, wie gesagt, bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich da auch sehr drüber, das testen zu können und euch darüber berichten zu dürfen. Das bringt mir jedes Jahr immer wieder Spaß, neue Maschinen auszutesten, wie ich schon sagte. Und das schockt schon. Wirklich. Bin sehr gespannt. 415 müsste da ja sehr gut mit klarkommen und auch den 300er. Ich denke, dass sich da noch irgendwie eine Lösung ergibt. Eigentlich kriegst du da mal schnell was gebastelt. Das ist das kleinste Problem normalerweise. Ja, aber sehen wir noch, ob ich das zeitlich schaffe und ja, der Rest wird sich zeigen. In dem Sinne sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und euch allen noch einen schönen restlichen Sonntag und bis zum nächsten Mal.